Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Wetter auf der Roten Flur, auf der Rigi und im Tierpark Goldau. 1. August, die Schweiz hat Geburtstag, immer wieder ein stolzer Tag. Ich kann im Fall die erste Strophe von der Nationalhymne auswendig, ich hoffe Sie auch. Ich tue aber nicht singen, sonst wird die Milch sauer bei Ihnen daheim. Das Wetter ist das ja wirklich ganz extrem. Und es ist durchaus wirklich, dass viele Leute noch nie erlebt haben, das, was wir jetzt denn die nächste Nacht und am 1. August selber erleben. Tropennacht ist dann, wenn die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad geht. Und das gibt es in der kommenden Nacht, also vom 31. auf den 1. relativ häufig in unserer Region. Zum Beispiel auf der Roten Flur. Sie können jetzt heute Abend noch auf der Roten Flur fahren und dann einfach oben bleiben und Sie brauchen nie einen Pulli. Der Föhn kommt jetzt heute Abend und der Föhn macht, dass selbst auf der Rigi ist es wahrscheinlich um ein Muckesäckchen, dass Sie können, wie man in der Ostschweiz würde sagen, dass es nicht unter 20 Grad, auf Kulm vielleicht ganz knapp unter 20 Grad, aber zum Beispiel Kaltbad und so weiter, die werden heute Nacht eine Tropennacht erleben, auf der Rigi. Nicht ganz oberst oben wahrscheinlich, aber ein bisschen unten dran mit Temperaturen, die nicht unter 20 Grad gehen. Der Föhn kommt und setzt sich dann auch immer mehr ins Tal durch. Und wenn zum Beispiel der Föhn zweite Nachthälfte bis in den Tierpark Goldau oben runterkommt, dann bedeutet das, dass dort die Temperatur, wenn Sie ausrechnen, 20 Grad auf etwa 1700 Meter, dann müssen wir 12 Grad dazuzählen, dass es dann plötzlich auf über 30 Grad geht, ohne zu Goldau. Und darum sind natürlich alle dankbar am 1. August die wunderbare Möglichkeit, entweder auf den Berg rauf, wo es kühler ist, allerdings auch dort Temperaturen, die Sie nicht kennen, auf der Roten Flur über 25 Grad am 1. August, also ein Sommertag, das gibt es auch nicht jedes Jahr, auf der Rigi 1-2 Grad weniger und das Goldau im Föhn innen 36, 37 Grad. Allerdings eben, es ist eine trockene Hitze und der Wind geht dazu. Es ist also angenehm und Sie haben Schatten und Wasser im Tierpark dazu. Etwas Besonderes gibt es auf der Roten Flur. 4 bis halb 5 am Morgen läuft schon die Bahn und Sie brauchen eben keinen Pulli. Der Föhn blaset Licht und es ist uhure warm. Wie gesagt, Sie können auf den grossen Mieten rauflaufen. Sie haben einen Brunch dann später im Gipfelstubli. Sie müssen auch nicht auf den grossen Mieten laufen. Und Sie haben am Abend ein grosses 1. August-Fest auf der Roten Flur. Das ist etwas, wo man auch noch sagen muss. Der Föhn hebt dann nicht ewig am 1. August. Am Nachmittag und Abend kommen dann Gewitter, zum Teil auch Sütige. Aber wo Sie auch immer sind, dort wird auf Sie aufpassen. Gehen Sie einfach rechtzeitig ins Haus rein oder eben heim. Dann, je nachdem, wenn Sie im Tierpark sind, dann macht dann auch am Abend dann zu. Und die Tiere werden irgendwann mal wieder ihre Ruhe haben. Und sonst einfach schauen, am Nachmittag und Abend vom 1. August wird es dann langsam aber sicher dann wieder sütiger mit dem Gewitter und bereicht dann am Abend rein, wahrscheinlich fast alle. Aber vorher ein Tag und eine Nacht, wo Sie eben, wie gesagt, vom Föhn her, von der Temperatur her, nicht während erlebt haben bis jetzt und vielleicht Ihre Eltern auch nicht. Geniessen Sie es in der Mieterregion, auf der Roten Flur, auf der Rigi oder im Tierpark Goldau. Einen schönen 1. August. Bis dann.